Oh, mein Pfeil durchschlägt das erste getroffene Ziel. Dein wütender Schwung, das ist ja der, der so mächtig Schaden macht, hat eine Chance von 20%, deine Feinde für 3,0 Sekunden zu betäuben. Im PvP eine Sekunde. Betäuben ist immer gut, nehme ich mit. Zack. So, meine erste Fertigkeit aufgebessert. Was hast du gemacht? Ich habe meinen Oder? Pfeil verbessert, das hat man ja gesehen. Also. So, erwachtes Unterholz. Du kriegst jetzt wieder einen auf die Fresse. Toll. Funktioniert ja super. Nicht einmal gestunt und die ganze Mana-Leiste leer. Aber mein Pfeil durchschlägt das erste Ziel und trifft das zweite, das ist sehr schön. So, hey, der trifft alle drei Gegner, das finde ich geil. Also schön, schön Multitarget und dann alle betäuben, schön, fein. Du kannst übrigens die Maustaste gedrückt halten beim Schlagen. Weiß ich. Auch wenn du das Ziel wechselst. Ach so, das was Neues. Ah, Das hier liegt geht bei Diablo Zahn. aber auch übrigens. Ja, kann sein. Ich bin sowieso einer, der viel zu viel kriegt. Guck mal, hier kommen drei Wächter. Ja. Verstorbene Schmuggler. Ganz schön viele. Kommt ruhig alle ran, ich klatsche euch die Zähne aus der Da Fresse. kannst du mal sehen, wie viel. Ja. Ja. Kannst du mal sehen, ne? Ganz Hast drei. genau. Ja, ich lausche deinen Worten. Ich sammle sie noch. Ach so, soll ich immer sammeln? Oh, ich habe schon wieder das Inventar voll. Ich könnte hier schon wieder meine Tasche auf den Boden schmeißen. Oh, hier, eine Schnapsleiche. Guck mal, wir haben dich ausgegraben hier. Mich ausgegraben, ja. Ah, Schnapsleiche. Oh, der hat Adamant Ah fallen ja. lassen. 5 Stück. Aha. Da war das in der Elite, war? Er hat ja auch so geleuchtet. Hier liegt so viel Zeug rum, ich kann nichts mitnehmen. Was soll der Scheiß? Ja, richtig. Also da könnte man sich schon wieder drüber aufregen. Ah, eine Kette, eine Halskette, die aus nichts besteht. Aber ich lege sie trotzdem an. Ah nee, war ich nicht, weil ich schon eine anhabe, die natürlich besser ist. So, einfaches Heilelixier, einfaches. Ach so, das war ja hier wegen diesem scheiß Stecken, ne? Ja, 10 Stück reichen vollkommen aus, wenn man die immer in der Tasche hat. So, Zähne. Ich weiß nicht, wofür sie gut sind. Erforderlich Stufe 8. Trophäe. Ich behalte sie einfach mal. Schnell aussortieren. Wir wollen ja hier jetzt nicht. Das soll ja. Ne? Das ist ja zu langweilig. Machen wir aber alles ganz schnell. Hier sind noch mehr Zähne. Komm, zwei lasse ich in der Tasche. Der Rest wird zerstört. Ja. Handschuhe 12, was habe ich hier an? 2. Oh, das ist deutliche Verbesserung. Einmal gewechselt, alte zerstören, zack, Platz in der Tasche. Zack, identifizieren, Schaden. 8 bis 18, was habe ich? 3 bis 8. Nehme ich natürlich eine neue Waffe, alte zerstören. So, jetzt kann es direkt weitergehen. Hier liegt schon wieder, ich könnte hier schon wieder alles aufsammeln. Hier, was Blaues. Ich sammle jetzt nur noch, wie in Diablo, nichts mehr Weißes auf. Oder was für eine Farbe das hier? Grau. Schnell identifizieren. Ich habe nichts mehr zum Kopf. Identifizieren. 6 Rüstungspunkte habe ich auch. Gut. Ja, dann machen wir weiter, wa? Jo. Ja, ist natürlich doof, dass wir so oft jetzt im Inventar graben müssen während der Aufnahme hier, aber das ist halt wohl so. War das jetzt der Das Endboss von dem war der schon. Dungeon? Ja, hier geht's gar nicht weiter. Ist ja ziemlich langweilig gewesen. Das ist ein, wenn du die Karte mal öffnest, ein gigantisches Dungeon. Ein Ja, gigantisches, ich bin beeindruckt. ich bin begeistert, echt. Mir fällt hier alles aus dem Gesicht. Oh ja, die Schatten bauen sich sehr schön auf hier an der Stelle, wenn du mal auf den Schatten Ja, achtest. sah gerade aus wie so ein Penis, der immer weiter wächst. Ein Ungefähr. ziemlich schiefer Penis, ich gebe es zu, aber. Ja, wie deiner. Ah ja. Ah Auch wenn ich ja. den nicht gesehen habe, das müssen wir direkt mal klarstellen. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Willst du ihn sehen? Nein.
Nein, das war jetzt der schwule Moment des Tages, so viel dazu. Hier ploppt ein Fragezeichen bei mir unten auf. Da latsche ich jetzt erstmal hin. Tun wir das. Wäre jetzt natürlich cool, damals in Diablo 2 haben wir ja immer die Karte generell offen gehabt. Ich weiß nicht, F11 oder was, wo du sie dann halt Durchsichtiger. transparenter Ja. gemacht hast. Ja, genau. Oh, das sieht Jo, ich hab's schon wieder jetzt geschafft. nimmt noch auf, ja. Ja, ich hab's schon wieder geschafft. Ist schon wieder abgekackt. Ich kann's einfach nicht lassen. Er kann es nicht lassen, abzukacken. So, ah ja, das ist er da wieder. So, dann klatschen wir hier mal ein bisschen drauf. Nehmen wir die beiden auch noch mit. Und der hat bestimmt wieder einen Fisch für mich. Auf mich nicht. Haben wir schon erzählt, dass dies hier zumindest mein erstes Let's Play ist? Und das erste Let's Together, oder wie auch immer man das jetzt nennen mag. Deine Hände sind grün, bist du ein Zombie? Ich bin Zombie, der gleich mit den grünen Händen in deinen Maul packt und dir deine Lunge rausreißt. So. Genug Für der. mich ist es das zweite Let's Play, also wir sind noch sehr neu in diesem Metier, würde ich mal sagen. Ja. Solange es mir Spaß macht, mache ich weiter, auch wenn Leuten das nicht gefallen mag. Ich will ja meinen Spaß dran haben und schön, wenn man ihn dann teilen kann. Also an die ganzen Hater, ist uns scheißegal, was ihr schreibt. Wir machen trotzdem weiter. Ich muss sagen, ich mag Hater. Aus dem Grund Hat man immer mal zu lachen. nicht wirklich zum Lachen, aber ja, doch. Doch. Ich bin ja viel auf GameStar unterwegs. Und ich bin mehr mit den Kommentaren beschäftigt, Als mit dem als Artikel. mit dem Artikel, der dazu ist. Viele Hater haben ja auch eine Berechtigungsdaten. Die haben ja, ne, so sagen halt offen, auch wenn sie sich wahrscheinlich niemals trauen würden, das öffentlich zu sagen, wenn da stehen würde: Ich bin Hans Wurst, wohne da und da, würde wahrscheinlich keiner oder die wenigsten das Maul aufmachen. Aber so, man hat immer lustige Kommentare oder eine andere Ansichtsweise, was ja nicht verkehrt ist. Es wird ja immer Hater geben. Und dann gibt es halt die Trolle, die halt ja, rumtrollen. Ne? Ja. So, das eine Fragezeichen. Jetzt habe ich noch unten links eins. Da rennen wir da jetzt hin, wa? Das ist bestimmt das, was ich eben auch schon gemacht habe. Ja, dann müssen wir hier über die Brücke links. Weil ich habe Ja. jetzt noch nur noch Quests offen, die wir noch nicht erledigt haben. Ach nein! Ist ja geil. Nein, ich habe nur noch Quests allgemein dabei. Also, wir haben noch gar keine fertig. Ja, richtig. Von denen, die ich dabei habe. Ich habe übrigens auch nur die Sachen in der Tasche, die ich gesammelt habe. Nur mal so, ne? Ja, Nee, hier sind wir verkehrt. nee, gemeint war Heilwanne. wirklich, Ja, die wir eben angenommen haben. sind alle noch offen. Alles ist offen. Nur die ganze Welt ist offen für uns. Wir können alles tun. Alles. Ich werde die Weltherrschaft an mich reißen. Das macht doch schon der Brain. Ja, und? Vielleicht Der kann das wirklich. besser. Der hat Übung da Ich drin. bin Vaya con Dios, Brain. Und Finch ist der, wie hieß er? Pinky, ne? The Pinky. The Pinky und the Brain. Bluff oder sowas. Ich weiß gar nicht, Ja. Narf oder so. Nee. Narf, genau, Ja. Narf. Gott, das ist schon uralt. Ja, läuft das überhaupt noch? Irgendwo so Nee. Super RTL oder so? Soweit ich weiß nicht, nö. Oh, das ist was Blaues. Hier, Grummelkraut. Das habe ich schon, ne? Das sind die Quests, die ich schon gemacht habe. Ein neuer Gegenstand wurde in deinem Inventar hinzugefügt. Mein Inventar ist doch voll. Wird das extra? Wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Oder wird das jetzt einfach gar nicht in meinem Inventar angezeigt? Das ist eine gute Frage. Vielleicht musst du was rausschmeißen. Nein!
Ich schaff's doch immer wieder. Brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Sind wir jetzt wieder live dabei, ja? Ja, sind wieder live dabei. Nachdem was passiert ist, erzähl mir das nochmal. Ich habe eine Maustaste gedrückt. Ja, eine von vielen, die ich auf meiner Maus habe. Und da ist es schon wieder abgekackt. Leck mich doch. Also, Kackenkraft online, ja? Genau. Wo steckst du? Du bist schon unten. Ja, oder müssen wir noch. Ich gucke mal ins Questlog. Sammle habe ich nicht. Erlange habe ich nicht. Hier, bringe Torfstecher die benötigten Dinge aus Dartmoor. Frische Fische. Erlange Schrift habe ich nicht. Ja, wir bleiben draußen und gehen nicht rein. Genau. Ich bin schon wieder voll. Lass uns mal verkaufen. Genau, lass uns in die Stadt gehen, ein bisschen verkaufen, damit wir ein bisschen Kohle kriegen, obwohl die ja wahrscheinlich unnötig ist, da man ja alles mit Adamantit oder wie das Andamant kaufen muss. Enderman. Enderman! So, du Kräuterfrau, du kriegst jetzt von mir keine Kräuter. Weg, weg. Das Krummelkraut ist aufgetaucht, nachdem ich es verkauft habe. So. Trockener Torf. Dieser Torf hat schon eine Weile gelegen und ist getrocknet, sodass er beispielsweise als Brennmaterial verwendet werden kann. Gehört zu einer Aufgabe. Okay. Verkaufen. Verkaufen. Na toll, sechs Plätze habe Verkaufen. ich. Uhu. Dann hast du deutlich mehr als ich. Ich verkaufe jetzt einfach diese Zähnchen. Somit habe ich 2, 4, 5 Plätze jetzt. Ja, alles ein bisschen schade. Also ich warte ja echt darauf, dass wir unser Andermann zusammenbekommen. Ja, das erste Ja. Adamant geht ja erstmal drauf für ein größeres Inventar, also eindeutig. Das ist Ja, wirklich ein ne? bisschen beschissen, also man hat ja wirklich gar keinen Platz und man hat da irgendwelches Zeug schön reingeklatscht gekriegt. Anscheinend, was man haben muss. Ja. Oh, hier scheinen türkische Mitkollegen auch auf einem Server zu sein. Also das scheint wohl ein europäischer zu sein. Also, ich gehe jetzt mal anhand der ganzen Üs, die da im Chat stehen, einfach mal von aus, ja? Und das meine ich jetzt nicht beleidigend. Von Türken? Ja, genau. Türkisches Glücksrad. Ich wünsche mir ein Ü. Dring, bing, bing, bing. Also ich bin jetzt gerade wieder in die Stadt gegangen, obwohl ich eigentlich draußen war. So. Ich bin schon ganz oben. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier hin muss, aber ich bin einfach mal hier. Wie? Du bist ganz oben. Ganz oben. Auf im Moor oder was? Ja, okay. Wilde Zeichen, erlange den Bogen von. Also wie gesagt, die Grafik ist wirklich das Wenigste, was mich hier an dem Spiel stört. Und ich bin immer noch überrascht, wie gut es sich spielen lässt. Nur jetzt weiß ich nicht mehr, wo es lang geht. Tja, ich zeig dir jetzt, wo es lang geht. Wir gehen Du jetzt zeigst mir erstmal. jetzt, wo es lang geht. Ja, also in den Schmugglerhöhlen waren wir. Jetzt gehen wir mal da ganz oben in die Swertfield Weiden. Da sind wir bestimmt bei den Schweizern oder so, ne? Swertfield. Klingt fast danach. Riecht schon danach. Wie riechen denn Schweizer? Schweizerisch. Ah ja? Okay, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, das wäre ein Dungeon, aber hier geht es einfach nur weiter. Gucken wir, wohin der Weg führt. Also es sind immer noch dieselben Monster. Gut, hier gibt es jetzt Hexen. Wow, Level up. Oh, und das, obwohl du so oft abkackst. Und wieso habe ich kein Level up? Jagdfalle. Genau, du guckst weiter und ich mach das. Alter, mir fehlt noch so viel zum Level Up. Warum bist du so weit? Was für Keine eine Ahnung. Stufe? Was für eine Stufe hast du? Sechs. Eieiei.